Willkommen bei Hager. Ja, das ist mein Kollege Uwe Kamann. Mein Name ist Andreas Salzmann. Wir sind Referenten des Trainingsinformationszentrums bei Hager und unter anderem auch zuständig für Rauminstallationssysteme. In unserer Podcast-Serie Systemlösungen von Hager gehen wir in dieser Episode auf Verkabelung an und zum Schreibtisch mit sogenannten Raumverteilern ein. Sicherlich kennt man die Situation von herumliegenden Steckdosen, von Kabel, die am Boden liegen. Das sind gefährliche Stolperfallen für den Nutzer, für den Publikumsverkehr, für das Servicepersonal, sehr unübersichtlich. Ja, das sind ja Situationen, die wir alle schon mal erlebt haben. Solche Raumsäulen könnten ja Abhilfe schaffen. Ja, richtig. Oft sind die Elektranten bei Doppel- und Hohlböden durch die Schreibtische verdeckt, sodass eine flexible Nutzung der Arbeitsstätten, wie sie heute gefordert ist, nicht möglich ist. Unsere Lösung hierfür ist der Raumverteiler. Welche Nutzungsmöglichkeiten des Ausbaus habe ich? Wie man hier sieht, ist der Raumverteiler ein geschlossenes Gehäuse, in das die Anschlusseinheiten für die Energie- und Datenanbindung montiert werden. Und woraus besteht das komplette System? Aus Raumverteiler, Geräteeinbau, Aufbodenkanal aus Aluminium, flexibler Flachkette und flexibler Rundkette. Und individueller Systemteile. Und was kann jetzt eingebaut werden? Die Plattformstrategie von Hager bewährt sich auch hier wieder. Es können drei Varianten genutzt werden. Erstens, kompletter Geräteeinbau mit frontrastender Anschlusseinheiten. Zweitens, gemischter Einbau mit Ecoline und Anschlussmodul in runder Form. Und drittens, die Variante mit bis zu vier Anschlussmodulen für 230 Volt. Wie du hier siehst, kann ich auf der einen Seite bequem ein oder zwei Anschlussmodule einrasten. Mit einem Anschlussstecker versehen können bis zu 7 bzw. 14 Steckdosen verwendet werden. Auf der anderen Seite baue ich die Datenanschlüsse ein und kann diese einfach von vorne einrasten und bedienen. Und warum sind dann oben noch diese Steckdosen montiert? Die sind im Grundgehäuse vormontiert. Du kannst deine mobilen Netzteile für Laptop, Handy oder andere Geräte nutzen. Gibt es noch weitere Varianten? Ganz viele. Auch da ist in der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Komplette Verteiler sogar mit Leuchteneinbau, Routern, Switche für Konferenzen oder als Rednerpult. Sogar zu Hause in deinem kleinen Büro könnte der Raumverteiler Anwendung finden. Den großen Vorteil, den ich erkenne, ist, dass der Raumverteiler einen individuellen, auf den Nutzer abgestimmten Ausbau und die flexible Anbindung an die strukturierte Verkabelung ermöglicht. Stimmt. Es gibt sehr viele Anwendungsbereiche. Auf jeden Fall ist es ein komplettes System, eingebunden in die Vielfalt der Hager Lösungswelt. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Episode Verkabelungssysteme an und zum Schreibtisch, wo wir gesehen haben, dass wir ohne störende Stolperfallen und sichtbare Leitungen installieren können. Mit dem Raumverteiler, mit dem passenden Geräteeinbau und dem Zubehör gibt es eine weitere Möglichkeit, sauber und sicher zu installieren. Mit dem großen Vorteil, dass wir sogar ortsunabhängig sind.